nicht bei der März-Emission von Steckenfort News. Bei der Gelegenheit von der Just After Work Personalfeier organisiert vom Steckenforter Spital sind eine Reihe Leute für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt gehen und drei Leute sind an Pension gegangen. Ich begrüße euch dann alle guten herzlichst den Abend auf unserer Personalfeier. Für dich mal alle guten viel Glück am neuen Jahr und eine gute Gesundheit für euch und eure Familie. Als Personalfeier 2016 präsentiert sich ein neues Konzept. Den hieß Neujahrs Afterwork. Während der Woche im Jahr 2015 Rum eng Reihe von vielen Marco am Hies, sie wird am Interesse von unseren Patienten und Residenten, sie wird am Interesse von unserem Mitarbeiter. Wir finden vier Hospital de Jour an der Reeducation. Wir haben neue und einheitliche Uniformen für Maison de Soins und CPG gekauft, sowie verschiedene Service-Supporten. Wir hatten am September die Journée Porto Verde, wo eine Reihe von Leuten sich viel mitgehen haben für die Durchstellung von unserem Etablissement nach draußen. Wir haben die Aufweihung von unserer kleinen Stufe an der Villa Audry. Ein Reihe von Leuten haben sich um Relais pour la vie beteiligt, an der Meisportlöcher um ING-Marathon. Und noch für dieses Jahr sind schon Organisationen am Gängen für unseren Beitrag für den Televi. Wenn wir also Augen zusammen weiterschaffen, so wie wir doch an unserem Slogan suchen, zusammen weitergehen, das ist am Respekt von unseren gemeinsamen Valeuren, Abilité, Integrité und Solidarité, da können wir zusammen viel erreichen, für die Pflege von unseren älteren Mitmenschen und aber auch für uns einen flott und interessanten Arbeitsplatz zu gestalten. Wenn wir ja heute zusammen sind, für zu feiern, und auch den Herrn Präsidenten probiert, der will nicht richten, ich will losen, ich nehme da das Tribüne. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Herr Direktor, die Damen und Herren aus dem Büro, aus dem Komitee, liebe Benevoler, liebe alle guten Inviten, Herr Bannen. Ich bin ganz froh, dass alle guten nach gekommen sind. An so ein Fest vom Personal gibt es immer auch die Möglichkeit, für Merci zu sagen. Ich meine, ich will dir Merci à vous tous et toutes pour votre dévouement, pour votre zèle, pour votre dynamisme que vous avez mis au jour pendant toute une année. Ich meine, das Haus ist gut aufgestellt, für in Zukunft wenig zu gucken. Wir stehen auf vier Standbeinen hier. Das eine ist die Reeducation Geriatrik, das andere ist die Maison de Soins, das dritte ist der CPG, der Foyer, und das andere ist der Repassio. Ich meine, die Reeducation, die wir hier machen, wenn man die mit anderen Reeducationen vergleicht, ist das wirklich ganz, ganz gut. Aber wir werden uns da nicht gehen, für das wir vielleicht an einem anderen Plan Hospitalier dann eben das Budget kriegen, das wir brauchen, um dann auch die Struktur zu kriegen, die wir haben. Ceci dit, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année, à vous et à vos familles, et maintenant une bonne fête. Und wie gesagt, ich freue mich auf ein Jahr flott und konstruktiv zusammenarbeit. Merci. Und dann kommen wir zu der Ehrung von unserem Mitarbeiter. Alors on va commencer avec tous les collaborateurs qui sont partis en retraite dans l'année 2015. Vom Jahr hier 20 Jahre Service gefeiert haben, das ist da 20 Jahre hier bei uns am Hospital schaffen. Mein Steckenfort als Mama vom SES, das heißt Syndicat des Eaux du Sud, wird beliefert vom Wasserwerk Kersch. Wir haben im Rehbisch das Wasserreservoir besichtigt, auch von verschiedenen Leuten UFO genannt wird,
und von dem hinaus einen guten Überblick über den Gegend hat. Bei klarem Wetter seid ihr so gut Bierger an der Eifel. So, wir sind hier auf dem Rehbirsch. Der Rehbirsch liegt 500 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit den höchsten Punkt von unserem Versorgungsgebiet. Wir gehen hier ran, die verschiedenen Kummeren und noch die Schieberkummer vom Wasserbehälter besichtigen. Die Gemeinde Stengefurt ist 1913 Member beim Wasserwerk von Kersch. Sitzt ein Wasser von uns. Im Moment hält Wasser, die Gemeinde Stengefurt alle Jahre ungefähr 400.000 Kubikmeter Wasser von der SES. Heute für uns ist das Chlordioxidanlage vom SES. Die sieht hier auf der Rietzerseite in Wasserfass mit einem ganzen 5.000 Liter Salzseier. Rietz der Nieft, also auch ein Fass mit 5.000 Liter Natriumchlorid. Die Seier an die Base, die gehen an der kleinen Küste mit dem Dodekap, mit denen vermischt. Und da entsteht dann der Chlordioxid, den wir unserem Wasser beimischen. Das machen wir, wie das Wasser auf seinem Weg bei Klien sich nicht kann verkeimen, dass sie nie Bakterien am Wasser sind, wenn es beim Klien daheim zum Grund rausläuft. Ja, wir gucken hier an den Wasserbehälter ran, an den neuen Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von am ganzen 15.000 Kubikmeter. Die verschiedenen Wasser, die hier kommen, Wasser von der Seebes, Seebes von den Quellenleitungen Kersch und Dondel, gehen hier an den Madne vermischt und sind an diesem Wasserbehälter dann zwischengespeichert. Für was brauchen die überhaupt den Wasserbehälter? Mit Wasserbehälter ist nötig für erstens immer einen konstanten Druck, um Wasserleitungsnetz zu haben, und zweitens aber auch hauptsächlich für den wechselnden Wasserverbrauch am Dach auszugleichen. Wir haben hier oben im Rehbirsch am Ganzen 32.000 Kubikmeter Wasser gespeichert. Wir haben zwei Kummeren von 7.000 Kubikmeter und einen großen Erdbehälter noch von 15.000 Kubikmeter. Als Wasser können aus insgesamt 65 Quellen, die hier in der Maistall sind. Die Quellen die befanden sich an der Geichel, zu Eichen, zu Habst, zu Kersch, zu Simmer, auf der Leisbech, auf der Simmer Schmelz, River auf Dondel, zu Buhr, auch bis auf Miersch. Wir haben insgesamt 11 Quellengruppen und als Quellen können uns insgesamt 8 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr beliefern. Seit 1969 kriegen wir dann noch Wasser von der Seebes. Seebes, das ist das Syndikat, das so überrascht ist sur sur. Sie können uns all der ungefähr 32.500 Kubikmeter Wasser beliefern. Also wir sind hier oben an der Spitze vom Wasserbehälter angekommen und spitzt abgemacht. Das ist also eine Reinigungsöffnung, die uns erlebt, alle 2-3 Jahre hier den Bardage aus Aluminium zu botzen. Sie sehen die ganz schönen Ärel, der Ärler Knippchen, und vier drin, so nach dieser Nall vom Saro, die gerade am Bau ist. Wir gucken da hier Richtung Norden. An Hand Runeis leitet die Wirtschaft Kola hier am Fuss vom Rehbirsch mit Hand Run der Gemeinde Stengefurt mit seinen verschiedenen Wirtschaften, Kleinbetten, Stengefurt und Hohen. Ganz gut gesehen die Nordwasserbehälter von Kleinbetten und von Stengefurt, die auch vom SES, vom Wasserwerk von Kersch, mit gutem Quellwasser beliefert gehen. Ich gehe ein paar alle Bürger von der Gemeinde Stengefurt herüber invitieren, diese Wasserbehälter gucken zu gehen. Wir planen mit der Gemeinde Stengefurt so eine Besichtigung ein paar am Frühjahr 2016. Der Fischerclub hat den Kammerball organisiert, der ein großer Erfolg war. Thank you.
Von Stangefurt hier Fisch gebackt, die immer Themen kontrolle. So konnten aber auch an der Sonnenküste gehen. Ist das die erste Kaja, wo die kommt, oder? Ja, ich komme auch so rein. Das heißt, schmeckt, alles gut? Sie kommen nicht immer die Wäsche drin. Aber die kommen ja, sie gesagt. Hi, die neue sympathische Kipp vom Kaffee Sonnenkirscht, die den gebackenen Fisch serviert wird. Wir sind der Fischkipp von Stengefurt. So passen, wir sind zu zwei Clips zu Stengefurt an Heiers. Stengefurt, der Sportfreund 2010, Oktober 2010, gegründet ging. Natürlich, wir sind nur 6 Jahre am Gang. Wir sind nur noch die einzige, die hier zu Stengefurt verspacken und auch schon relativ lang. Tradition, die hier zu Stengefurt auf jeden Fall zu groß bestanden wird.
machen viermal am Jahr Fisch, einmal im November, einmal im Januar und dann immer traditionsgemäß Aschermittwoch ein Karfreitag. Normalerweise verkauft man die vier Kühe rund 1000 Fisch pro Jahr. Das ist die Fisch, die hier Fisch, die auf der Platz hat sich Steinfurt für eine Sandküche verkauft, die aber auch an der Sandküche selber verkauft wird, also kein Nissen, hat auch sich überhaupt zu holen, und bis zu hoch können sie gehen, und dann noch am Rücken waren Isabel. Das heißt, wir liefern Fisch dahin, oder sie kommen zu sich, und dann können sie hier an der Wirtschaft gehen. Aber wie gesagt, Leute können sie auch hier führen, also gut. Auf und an du hin. Der Fisch kostet 40 Euro. In unserem Vogel 1 Euro Medaille gehen, weil wir nach 1 Euro für Telefonie. Das ist ein sonderer Promess, als die Steine, dass wir dann auch hier als Beitrag für den nächsten. Sie sind ganz bekannt darüber, sie sind noch belebt, sie sind noch ganz gut. Sie sind halt so, wir hätten besser Fisch, den auf der Schippe vorher. Wir machen das doch mit viel Arbeit und mit viel Fleiß. Die Fisch, die wir ankaufen an der Provenzal, die kommen aus Dänemark, das sind Egelfang, die 700 bis 800 Gramm schwer sind. Und die geben wir dann besonderes Gewürz, die wir zusammensetzen, in die Fisch dann auch gesalzt, sodass sie einen angenehmen Geruch haben. Das ist auch wenig als Rezept von also gute Fisch. Zwei neue Schulbussen, die mit der allerneuesten Sicherheits- und Motortechnik ausgestattet sind, sind von der Firma Demi Schandler an der Gemeinde 4 gestaltet gehen. Das zwei Gevierer sichern ab sofort den Schülertransport an der Gemeinde. Die Damen und Herren vom Schaffen der Gemeinde Roth. Lei Vertreter vom Lehrpersonal von der Gemeinde Stengefurt, Lei Vertreter von MAN Loschen der Anwen, Lei Leute alle Guten. Für die Allerheit wollte ich auf dieser Platz ein riesengroßes Merci ausschwätzen und Gemeinde Stengefurt für das Vertrauen, was sie und Demi Schandler gegenüber von uns gewissen haben, sowohl für das letzte Jahr, wo wir den Schultransport halt zu Stengefurt gemacht haben, aber auch für die Zukunft, die wir halt zu Stengefurt fuhren. Wir sind ganz froh und hoffrisch über den reibungslosen Übergang und ich wollte auf dieser Platz ein großes Merci an den Herrn Neugebauer Steve ausschwätzen, den uns diesen reibungslosen Übergang ermöglicht hat an den ersten Wochen. Ein ganz spezielles Merci gilt aber unseren zwei Schofösen, dem Mirai Baltus und dem Renoir Kati. Dann habe ich noch ein letztes Merci an den Herrn Schandler Ingo auszuschwätzen, den uns das Schulreglement geschickt hat. Sie hat vielleicht gesehen, haben im Bus immer das Fenster zugepasst, beim letzten Reding mit den Schulreglementen von der Gemeinde Stengefurt, mit den Kerzen. Dass er noch von Hanne gesagt, dass es sich um einen Schulbus handelt. Und ich meine, das gesagt richtig gut aus und könnte gut tun. Kommen wir aber noch zu den Gefährern, die dabei stehen. Da gebe ich dann vor, direkt weitergehen und den Herrn Rivers von Losch MAN, von den der Anwohner, den aus vielleicht ein bisschen mehr über die technischen Punkte von den neuen Generationsbussen kann zählen. Die Damen und Herren, als Vertreter, der ich von dem Grupp Losch, sprich Garage Losch Tragfernen Bass von den der Anwohner, mich kurz vorstellen, mein Name ist Alex Rivers, ich bin der Verantwortliche für den Verkauf der Bussen. Und als zweiter Vertreter haben wir auch noch einen Direktor von der Platz, Herr Yves Bettendorf, hier bei uns. Ganz kurz, für auf den Bus anzugehen, wie den Dominik gesagt hat, der Bus ist ein Überlandbus von 13 Meter Länge. Er bietet insgesamt 61 Sitzplätze. Das jüngste Kant aus der MAN's GAM. Der Bus ist ausgestattet mit einem von den modernsten Bremssystemen. An und hört auch von seiner Struktur hier. Erfüllt und hat schon eine Norm, die recht ab 2017 Pflicht geht. Auf der Platz wollte ich auch der Familie Schandler selber
ein ganz großer Merci sagen für die Partnerschaft, die sie mit uns teilen, schon seit einer langer Zeit. Und da freut uns ganz besonders und dafür sind wir auch ziemlich aufgeregt, dass wir auch heute noch konnten, ob die kleine sympathische Feier konnten mitkommen. Der Repräsentant von Demi Schandler, die Damen und Herren von der Garage Losch, MAN, Herr Präsident vom Schulkomitee, die Damen und Herren aus dem Schaffener Gemeinderat, war ein ganz klein sympathisch Feier, die organisiert das von Demi Schandler. Die Bussen, die der Lohajo geschafft hat, das ist ein Garant für Sicherheit, Sicherheit für uns Kanner. Und die Gemeinde lässt sich natürlich auch ein Steingeld kosten, für den Transport von den Kanner zu gewährleisten. Aber das ist auch der Gemeinde Aufgabe. Und dafür sind wir auch froh, dass wir einen Betrieb haben, der mal auf den Weg geht, für aber trotzdem auch mal zu denken, mal zu schaffen und dann auch an Sicherheit zu denken. Ich muss auch dem Igor merci so viel effektiv die flotten Slide da haben auf der Vitrine mit Reglementen von dem Schulbus. Also das sticht raus, das ist flott, das ist ein flotten Design vom Bus. Ich auf jeden Fall, dem ich handle, ganz große Merci. Wir haben auch zusammen geschafft, punkto Proxibus. Und wir hoffen, dass das doch in Zukunft vielleicht auch machen könnt. Ihr wisst, dass wir auf verschiedene Reglemente gebunden sind. Wir wissen auf jeden Fall, alles, was wir auf jeden zurückgreifen, haben wir einen professionellen Service an eine professionelle Leistung. Und dafür ganz, ganz große Merci. Und ich hoffe, dass da viele Kilometer mit den Bussen können fahren können. Bussen, die auch mit der modernsten Norm von Motoren ausgestattet sind, die auch dann klimatechnisch, aber auch ganz interessant sind für die Gemeinde. Weil die wissen ja, dass wir am Klimapakt unterschrieben haben, dass wir da auch auf unsere Umwelt aufpassen. Ich will der Firma Demi Schandler ganz, ganz große Merci sagen für die super Zusammenarbeit hier in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass das noch lange so geht. Kathi, könnt ihr noch kurz bei mir schreiben für die berühmt-berüchtigte Schlüsselübergabe zu machen? Im Reportage über Burschbrennen von Stangefurt letztes Jahr war man dieses Jahr mit der Kamera am Burschbrennen, das organisiert Genoss vom Club des Jeunes Hohe Klangbetten. Schönen guten Abend, wir sind vom Club des Jeunes Hohe Klangbetten. Wir invitieren euch heute Abend nicht bei uns traditionell Burschbrennen, was wir hier schon seit Jahren machen. Wir waren heute von den Donnerstag nun zu einer 10 bis 20 Mann, die permanent geschafft haben, hier, für das alles zusammen zu kriegen und auch eben, für das wir Zeit können abrichten und alles präparieren. Ein großes Merci muss man sagen an die Bauern hier aus der Gemeinde, die uns geholfen haben, mit dem Traktor für uns beizudrücken, für die Kreise abzustellen. Und ja, wie wir das alle Jahre machen, haben wir unseren guten Jetzt Bulli, wo wir bei den Thüringer mitwurschteln. Und eben haben wir dieses Jahr für den Allentienstag uns geduldet, haben wir ein Wendermur, wo ich dann eben Glühwein mit Amaretto dran kriege und für den Rest haben wir die traditionellen Getränke. Und wir sind froh, dass er alle Jahre nicht kommt, weil das macht uns viel Freude und wir machen das alles mit großer Begeisterung. Thank you.
Wie das dieses Jahr ein Centre de Promesse von TV zu Steinfurt ist, weisen wir hier die dynamische Equipe, die für die Organisation zuständig ist. An unserer April-Emission, die für den 2. und 3. April programmiert ist, weisen wir euch unter anderem einen Ausschnitt aus dem politisch-satirischen Rückblick 2015 von Roll Gehlhausen und Joy Schilz. Bleibt mal ihr darauf hinzuweisen, dass ihr euch auch könnt gucken an www.steinfurt.lu/news und auf doc.lu an der Mediathek.